Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Planet Crafter! Das Update ist gedroppt. Ich wollte aber gestern eigentlich ein Beta-Video zum Beta-Branch gemacht. Der Entwickler hat gemeint, hey, wartet. Das ändert sich schnell. Ich habe das hochgeladen, bevor ich es halt freigeben konnte, kam eine Änderung von diversen wichtigen Sachen, die ich dann scheiße erklärt habe. Na gut, mach's das halt neu. Setz mich jetzt zum PC her. Vor 10 Minuten, bam! Final Release 0.4.011. Es ist hier, es ist live. Das heißt, wir werden es probieren. Gehen die Änderungen durch und dann ein bisschen rumspielen auch. Survival 1 zur Info ist meine Original, was ich kurz vor Insekten aufgehört habe. Weil ich wollte, weil Insekten-Stage gibt es anscheinend noch nicht, weil es kommt, soweit ich weiß, keine. Jetzt habe ich das für den Beta-Branch kopiert. Das ist Survival 3. Das da läuft die Beta. Ist gelaufen, jetzt nicht mehr. Survival 2, nur so Info, ist ein Backup von 1. Falls da wirklich mit den Insekten was schief geht, habe ich ein Backup davon. Ja, wie gesagt, ich habe das alles gebackupt. Starten wir mal rein ins Original. Der Planet sieht schon bunt aus. So, wir sind hier. Alles voller Pflanzen. Ja, ist aber noch nicht so extrem, wie in den Beta-Branches war. Der war ja extremst extrem. Ich habe hier so weit... Was habe ich denn da gemacht? Was habe ich da gemacht? Ah, was habe ich denn wieder da? Oh, der Teleporter. So, wir holen uns jetzt das Fusionsteil. Es gibt ja einige neue Sachen. Die werden wir durchgehen, während wir sie gleichzeitig auch testen. Aber jetzt werden wir mal den Fusionsreaktor aufstellen. Aber den werden wir aufs Dach stellen. Stellen einen hierher. Das liegt gleich an der Sache wegen dem Teleporter. So, dann werden wir... den mitnehmen und Strom weg. So. Hierher. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich in dem Branch jetzt genau bin. Also in dem Release-Version-mäßigen Teil. Stellen wir daher, was cool ausschaut. So. Gut. Also. Was haben wir allgemein? Was gibt's allgemein Neues in dem Spiel jetzt hier? Wir haben uns ja in dem Beta-Branch schon die neuen Orte angeschaut. Die werden wir sich jetzt wieder anschauen. Die haben sich nämlich zu dem letzten Beta leicht verändert. Erstes Mal. Remove the ability to craft Pulsar Quartz. Our reasons at the end of this page. Okay. Ja, ich habe das jetzt nur kurz gelesen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was sie wollen. Das ist einfach die Rare Resource etc. Bla 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 bla. Und Zeolit ist ja auch ja infinite-mäßig aus der Höhle. Ja. Soll so sein. Okay. Was machen wir jetzt? Jetzt reißen wir mal das ab. Also Eisen, gehen wir da rein. So, haben wir sich noch machen. So, was können wir noch machen? Es gibt ja auch jetzt dann neu die Alloy Rods. Die sind ja auch relativ neu. Dann gibt es einen Teleporter, eine Torch T2, GPS Rocket T3 und Map Information. Das heißt, wir können uns drei Sachen über die Ding holen. Über diese hier. Mal. Ah! Das ist die neue Variante. Wenn ihr Control drückt, könnt ihr gleich alles rüber verfrachten.
brauchen wir aber jetzt nicht so viel gleich. Schauen wir mal. Ach, diese Pflanzen, ich hätte das anders machen sollen. So, entschlüsseln. Taschenlampe T2. GPS-Rakete. Karteninformationsrakete, die ist cool. Die wurde auch gefixt, die war ja in dem letzten Video. Also das habt ihr ja nicht gesehen. Die ist schief gestanden. Da hat man überhaupt nicht gescheit laufen können, gehen können mit der, das war sowieso lustig. Wir haben hier jetzt sonst nur die GPS Rocket 2. Das geht bis hierher. Heißt, wir schießen GPS Rocket 3. Mal kurz darüber. Steht ein Turm. Kleiner. So, was haben wir hier? Wir brauchen für die 3er GPS Rocket brauchen wir zweimal die Mikro-Dinger, also den Mikrochip Kompass. Alloy Rod Osmium. Was haben wir hier? Und für die Karteninformationsrakete brauchen wir auch den Mikrochip inklusive Osmium und Aluminium. Die werden wir gleich ballern. Die können wir auf jeden Fall brauchen, nämlich. Die machen nämlich sofort Sinn. Die schießen wir jetzt weg und sehen auf der Karte mehr. Mal schauen, was brauchen wir hier. Also wir werden uns mal die T2 Torch machen. Ich schau gerade, ich habe letztens gesehen, ich habe da was. Ich habe nur die T2 Stiefel. T3, T5, T4, zwei Exoskelett. Die könnte ich auch machen. Die fehlen mir nämlich. Rucksack haben wir Ding. Das muss hier sein. Da kann man auch die Alloy Rod herstellen, die Fusionskern. Ja, die T3 Stiefel, T5 Backpack, T4 Tank. Ja, den Rest habe ich eh. Ich habe aus irgendeinem Grund vergessen, diese Bewegungsstiefel hier zu machen. Tank habe ich hier auch T3 vom Jetpack. Ja. Ich habe diese Stiefel nie gemacht. Ich weiß nicht wieso. Ich habe es nicht gemacht. Keine Ahnung. Alloy Rod und Schwarzpulver. So, Alloy. Schwarzpulver. Was wir auch irgendwo haben, oder? Glaube ich, da hinten stehen. Ja, diese Pulsarquarz konnte man ja machen hier. Die sind jetzt raus. Die sollen eben die Rare Resource darstellen und sind somit hier flöten gegangen. Nehmen wir sich auch mit. Dann nehmen wir die auch darüber. Irgendwie wird die Performance geht jetzt schon ein bisschen in die Knie. Ich weiß nicht, ob es an meinen Riesenbauten da drüben liegt, aber keine Ahnung. So, das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt die Kompass dreimal für beide Raketen. Das heißt, 3 Silizium, 3 Magnesium, 6 Aluminium. So. 3 Silizium, 3 Magnesium, 6 Aluminium. Ist ja wirklich, wenn es dafür da wäre. Einmal, zweimal, dreimal. So, das tut. Dann brauchen wir Alloy Rod und Osmium. 2 Alloy Rod brauchen wir. 2 Alloy Rod. Boah, das sind viele, viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieder Aluminium. Aluminium ist beliebt gerade. Kommt mal vor. 2 Aluminium. So, und dann brauchen wir 3 Osmium. Das ist ja das Lustige. Ich glaube, ich habe kein Osmium mehr. Ich meine, lustig ist jetzt nicht, aber. Nein. Gib mir mehr Huhn. Osmium wäre mir noch lieber. Wir müssen Osmium holen. Gibt es ja die Osmium-Höhle da hinten. Es wird jetzt sowieso witzig, weil man jetzt wie blöd. Weil man jetzt wie blöd alles abfarmen können. Sie haben aber einen Teleporter in der Beta.
Zuerst hat man Pulsar. Quarz. Pulsar. Nee. Quarz-Shards oder Pulsar-Shards dafür braucht. Der Splitter, die hat man über den Zerstörer-Müll-Ding da gekriegt. Die haben es rausgenommen wieder komplett. Das heißt, theoretisch können wir jetzt gratis teleporten. Das wäre natürlich cool. Nehmen wir gleich ein paar mit. Also, aha, geht ja mit dem Klick hier. Wir schauen uns die Höhlen dann gleich fertig an. Ich habe noch was vor. Wir nehmen den Teleporter mit. Wir sparen uns natürlich viel, viel, viel Laufwege, weil man sich mit einem Teleporter zu anderen natürlich teleportieren kann, aber man braucht nicht immer zwei, die zusammenhängen. Das braucht man gar nicht. Man gibt den Namen und kann von einem zu jedem porten. Es ist nicht so ein Zweiergestell. Also theoretisch braucht man nämlich in der Base nur einen, deswegen habe ich auch die Base, die den Platz freilassen hier. Bist du fertig da? Ah, und dahin, der Schewatz. Ja, ich baue da übrigens ein Gerüst gerade. Das soll ja von einem Special Part werden, an dem ich schon lange arbeite, aber nicht weiterkomme. Wie hoch kann man bauen, soll der heißen. Und ihr glaubt es nicht, wie hoch ich schon bin, aber ich gebe nicht auf. Eigentlich könnte ich jetzt schon sagen, Leute, man kann, glaube ich, unendlich hoch bauen, aber ich gebe nicht auf. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde das auf jeden Fall so lange bauen, bis ich irgendwo anstehe, wenn ich im Weltall bin. So. Wir haben die Mikrochips, wir haben Osmium, wir haben Rod, zwei Triebwerke. Den Mikrochip haben wir auch. Ein Aluminium und zwei Osmium. Ein Aluminium und die zwei Triebwerke fehlen mir jetzt. Herrs, das scheppert's. Schon. Doch irgendwo Aluminium. Ah, ich habe in das sowas von am Arsch mit meinen Resources gerade. Ach, besser. Essen wir ja auch mit. Sag einmal, da geht's zu. Der steht auch noch hier, den habe ich eigentlich auch schon in meinem Beta-Branch auch schon woanders stehen. Was ist denn da los? Ist das deppert? Es gibt's ja nicht. Nicht mehr was Scheiß über. Ey. Holt der irgendwas nach, was er vorher verpasst hat, oder? Boah. Ist nochmal ein GPS-Rocket. So, und tschüss. Danke. Ich freue mich schon jetzt. Okay? Da ist nicht viel blöd rumspielen jetzt. So, das war ein GPS-Rocket. Wo hast du es gefixt? Die Flügel waren nämlich ausgefahren letztens. Dann ist die da in die Base reingestanden und ist gleich weggekommen. Die ist abgehoben, nicht mal ist da runtergefallen. War relativ lustig sogar irgendwie. Das ist gerade ein bisschen finster hier. So. So, jetzt müsste man hier eigentlich mehr sehen. Ja, so ist toll. So, jetzt kann man ganz rauszoomen. Dann sieht man jetzt auf der Map hier nämlich irrsinnig weit. Nur nicht ganz weit. Man sieht hier, die habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo hier das Uran sein soll, aber das können wir sich nachher nochmal anschauen. Hier ist die Höhle drunter von dem, das weiß ich. Das sind die Sand Falls.
Das weiß ich nicht. Das sind die Sandfalls. Da hier ist ein neues Biom. Da oben ist ein neues Biom. Das ist ein Krater. Der ist auch neu. Die Höhle kennen wir. Die auch. Das ist keine Höhle, das ist Feld. Die kennen wir. Gut aus. Gut. Ich mach mal das Foto davon, dass ich das nachher auch noch habe. Fotos sind immer super. Verwende ich es nicht oft bei meinen Zockereien. Weil wirklich, also es geht schnell, es geht einfach, es ist laut. So. Dann. Was hatten wir noch jetzt da in unserem schlauen Etwas? Von den News? Also wir haben die Zwerg-Torch, die können wir noch bauen, die Zwerg-Taschenlampe. Die ist nämlich dann wesentlich heller als das Teil. Die werden wir sich auch bauen, weil die braucht man natürlich. Aluminium, Schwefel, Magnesium. Aluminium wird knapp. Aluminium. Schwefel, Magnesium, Aluminium. Nächstes Mal Aluminium wieder mitnehmen. Notiz an mich selbst. T2-Lampe. Wieder anlegen. Ja, die ist wesentlich heller. Das ist doch viel heller. Sagt man ja gerne immer. Draußen ist noch heller. Dass ich schlafen gehen will, wieder mal. So. Dann haben wir das meiste von den New Objects haben wir. Der Teleporter fehlt. Den werden wir sich jetzt noch aufbauen. Mit dem war ich schon gespannt. Dreimal die Pulsar-Quarz. Haben wir die? An. Ich hatte schon so viel von dem gehabt und jetzt habe ich keine. So nicht, oder? Ja. Toll. Herstellen kann man den Schaß nicht. Das heißt, wir werden was anderes beginnen. Wir beginnen mal mit der neuen Höhle. Gehen wir mal Pulsar-Quarz farmen. Also es gibt mehrere neue Höhlen. Was noch erneuert worden ist, man kann hier, wenn man das Essen rausnimmt, pflanzt er gleich wieder nach. Und es ist fertig. Das ist natürlich sehr geil mit Nachpflanzen. Sind ja nicht fertig. Stehen die schon ewig da. So. Wir gehen mal in die Osmium-Höhle. Nö. Ich zeige euch mal ein neues Biom in der Iridium-Höhle da herum, weil wir da schneller jetzt hinkommen. Nee, wieder Korrektur. Ich wollte den Teleporter haben. Wir brauchen jetzt da Quarz. Das Quarzzeug findet ihr da oben in der Osmium-Höhle. Bei dem neben der Startzone. Findet ihr da jetzt den Abzweiger, wo ihr das Zeug findet. Das ist ziemlich complicated da drin ein bisschen. Weil es ein bisschen, wie nennt sich's, verschachtelt, verwinkelt. Das ist ein kleines Labyrinth. Das wäre dann hier rein. Und dann geht's schon los mit den neuen Sachen. Und hier kommt sie in das Schwefelgebiet. Und da geht es jetzt so rechts rauf. Hier. Das ist aufgeschmolzen. Wahrscheinlich war das am Anfang zu. Vermute ich jetzt mal. Vor mich hin. Ich muss leider das meiste liegen lassen, weil ich. Da kommt jetzt so viel. Da könnt ihr. Blöd. Das ist wie blöd. So. Hier gibt's mal die Zeolithöhle. Man kann diese Teile hier nicht abbauen. Zumindest habe ich es noch nicht geschafft. Sagen wir so. Nee. Aber ich denke, man kann hier einen Bohrer herstellen und sollte dann Zeolith praktisch unendlich farmen können, da der Entwickler auch gemeint hat, das ist jetzt infinite farmbar. Und daher sollte das eigentlich so funktionieren. Haben wir noch eine Kiste? Kurzhilfe nehmen wir natürlich mit, Aluminium nehme ich jetzt auch mit, einfach nur weil es die ganze Zeit jetzt so ausgeht. Sicherheitshalber.
Brauche ich wieder das mit? Das ist 2 Eisen, ein Titan. Eisen. Lithium. Ein Titan. 2 Titan. Mir fehlt jetzt auch 2 Titan und ein Eisen. Das ist meine mobile. Meine mobile. Jetzt fehlen 2 Titan. Mein mobiles Sauerstoffding, weil ich nicht immer meinen Sauerstoff so wegschießen will. Einmal. Zweimal. So. Müsste jetzt so gehen. Das habe ich mir nämlich damals schon probiert. Das geht irgendwie einfacher. Fehlt ein Eisen. Ist ja nicht. Jetzt fehlt nur ein Eisen. Und Wasser runter. Und da wo Eisen. Eisen. So. Ja, muss ich ja. Das ist irgendwie einfacher. Ihr habt halt die ganze Zeit auch dann alles belegt. Damit meine ich im Inventar aber Plätze. So, also wenn du durch die Zeolithöhle gerade reinrennst, gibt es irgendwann da die kleine Abzweigung gerade weiter. Wenn es den kleinen Abzweiger geht, also das ist beim Reinrennen links, ringsum, dann kann ich die Scheiße nicht abbauen. Dann kommt ihr da raus und seid's, tada! Beim Krater! Der praktisch nicht viel macht. Soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Ich bin da schon Runden gelaufen, alles, hat mir das alles angeschaut. Es ist hier nichts Spezielles, nichts Tolles, nichts irgendwie. Auch unter Wasser habe ich geschaut, finde ich auch nichts. In der Beta. Ich gestern gezockt habe, gab es das nicht. War das noch nicht hier? Was machen wir damit? Ich kann mich auch reinsetzen. Oh. Iridium. Das war's, da liegt ein Iridium drauf. Sehr cool, da zwei. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, das heißt für mich jetzt so viel wie schön und gut. Aber ja. So, im Krater, wenn wir da rauskommen. Jetzt sind wir daherkommen, da oben gerade. Ich habe jetzt meine Karte offen. Aber das, da ist nichts, glaube ich. Der Krater hat so ein grindiges Symbol, so in einer Ausbuchtung. Das wäre da oben, glaube ich. Das wird dann irgendwo hier sein. Ich glaube, das ist die Ausbuchtung. Weiß ich aber nicht. Oh, das ist neu. Das ist auf jeden Fall neu. Mit der neuen T2-Lampe sieht man natürlich mehr. Wie haben die eigentlich die Schiffe unterirdisch gebracht? Ich kann auch nicht graben. Mal gerade weiter. Dabei sind. Reinschauen können. Ui, was zum Lesen. Storyline. Ui, Sauerstoff. Ah. Wie viele Tage ich auf diesem Planeten verbracht habe, kann ich nicht mehr sagen. Erinnert sich meine Familie noch an mich? Ich vermisse sie so sehr. Ich vermisse an dieser Stelle alles, was kein roter Stein ist.
Wartet jemand von mir zu Hause? Habe ich wirklich eine Chance, hier rauszukommen? Ich tue mein Bestes, um zu überleben, und ich werde immer besser darin. Vielleicht kommt Hilfe, vielleicht schicken sie ein Rettungsteam. Auf keinen Fall wird uns jemand, auf keinen Fall wird uns jemand suchen. Mich suchen. Armer Hund irgendwie. Und meinem Schalossen. So, können wir das abbauen? Nee. Ja, ich habe auch absolut keinen Platz mehr. Halb, halb. Ist noch tiefer. Alter, da ist ja urviel. Gut. Ich muss hier raus. Wir müssen den Quarz finden. Wir brauchen unbedingt den Teleporter, wie es ausschaut. Wenn ich da wieder rausfinden sollte. Ja. Okay, wir müssen da weg. Wir brauchen da unbedingt den Teleporter. Damit wir da einiges hin und her machen können. Nämlich so mit dem Inventar so schwer. Man kann ja die halbe Zeit nichts irgendwie direkt mitnehmen. Weil so viel Loot gebraucht wird. Also so viel Loot gemacht wird hier. Höhle. Das können wir von oben anschauen. Ist das eine Höhle? Das ist übrigens auch sowas wie ein neuer Startpunkt hier, gell? Oh, eine Höhle. Ist wirklich, für lange Ausflüge ist das wirklich Bombe. Ja, Pulsarquarz. Eisen. Jetzt muss es gehen. Ich brauche zwar viel Eisen derzeit, aber jetzt muss weg. Toll. Ein Pulsarquarz. War jetzt nicht schwierig. Mal zur rechts, rechten Hand. Ja, Pulsarquarz. Wie sagt man, in die Crates liegen die jetzt auch drin? Das Ding hat doch eine Verbindung jetzt zur Osmiumhöhle. Weil eigentlich wollte ich euch das von der Osmiumhöhle aus zeigen. Das habe ich gemeint, es ist ziemlich verwirrend hier. Noch ein, sehr gut. Drei, sehr gut habe ich. Dann brauche ich noch drei. Dann haben wir schon mal viel geschafft. Zu wenig Platz, um das jetzt alles mitzunehmen. Leider. Ich würde das alles einsammeln. Nö.
Da. 4. Was ist denn das da? War ich, glaube ich, vorher gerade, oder ist das das? Ja, da bin ich hergekommen, oder? Ja. Okay. Lustig ist, dass die Eisen, die ich rausgehabt habe, alle schon weg sind. Ah, hier links, hier bin ich vorbei dran. Legen wir mal links ab. Ich hätte gerne so eine rosa leuchtende Quarzhöhle. Aha! 5! 6, wir haben alle. Das heißt, wir könnten uns hier mit dem Teleporter spielen. Die Pulsarquarz sind anscheinend jetzt wirklich Rare Resources im High-End-Game. Und da jetzt hin nach links. Schauen wir nachher auf jeden Fall nochmal rein, also. Okay. Da war. Aluminium. Eigentlich könnte man auch Alloy mitnehmen, ich Depp. Mach Alloy auch wieder. Da ist hin. Schwefel. Brauche ich jetzt nicht. Brauche jetzt keinen Schwefel. Zack. Tada! Und willkommen! In der Bogenhöhle. Bogenumgebung, diese Bögelchen, was da so überstehen. Das ist zwecks Orientierung über den Sandfalls. Mal mit. Nämlich. Hier. Hier drüber. Ich habe aber irgendwie jetzt da gerade eine Erinnerung, dass auch in die Sandfalls war irgend so ein weißer Punkt auf der Map. Der war ziemlich mittig, wenn man da runter geht. Das werden wir auch noch schön anschauen. Das dürfte, wenn wir hier sein, wenn das nicht das ist. Da ist doch was. Ja. Ah, die kennen wir eh. Das ist die kleine Höhle, wo Osmium herin ist. Die war immer winzig. Und sie ist es noch. Okay. Gut. Da ich jetzt hier wo bin, wo ich mich auskenne, gehen wir jetzt mal zur Base. Wir werden in der Base dann jetzt einen Teleporter aufstellen. Das wird jetzt ein etwas längerer Part. Oh, da steht sogar noch ein Level 1. Der steht da schon eine Weile. Ob sich der Sauerstoff bis heim ausgeht. Cool wär's. Frames droppen auf 44. Hier. Ich das gerade so sehe. Jawohl. So. Gut, wir brauchen ein Superlegierungsstab, Alloy Rod und Pulsar. Und Ding. Muss mal kurz ablegen alles so. So.
wäre ja einiges, was ich schon länger jetzt gehabt habe. Das Aluminium gehen wir da rein. Weg. Hier herum irgendwo hatte ich immer. Es ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Ich versuche gerade alles wieder zu finden. Meistens war ich gleich mal schnell wieder drin. Also bin schon wieder voll am Damm, aber noch nicht 100%. 90. So, wir brauchen 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch 2. 8, ja, geht. 2 Aluminium. Weg da. So. Wenn wir die Rods herstellen, geschwind. Das heißt, wir haben den Rod, wir brauchen zweimal Zeolit, zweimal Osmium. Zweimal Osmium. Zweimal Zeolit. Haben wir auch. Und die 6 Pulsar Quarz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Teleporter! Ui! Stellen wir da her. Dabei sind. Mindestens 2 Teleporter erforderlich. Ja, das ist mal völlig klar. Wir werden aber zum Test einen Teleporter einfach mal aufs Dach stellen. Wählen Sie Ihr Ziel. Space, der heißt jetzt Space. Jetzt sind wir denn hier. Bei den Insekten angelangt. Heißt Space. Jawohl, man kann einfach hin und her porten. Das ist einfach geil. Das heißt, wir können jetzt da gemütlichst, das nehmen wir mal jetzt mit, das ist jetzt meine Grundresource. Wir brauchen auf jeden Fall, das müssen wir auf jeden Fall immer mit haben. Ich würde ihn gerne als der Ganze einpacken, kann ich aber nicht. So, das heißt, wir werden jetzt, was machen wir? Wasser holen. So viel heißt, wir haben den Teleporter jetzt auch. Wir haben die Quarzhöhle jetzt gefunden, wir haben den Krater gefunden. So, schauen wir mal. Den Krater haben wir, den Balcony. Das zeige ich euch gleich. Und die Arches. Die Arches sind die Höhlen da oben. Ah, die Dinge oben gewesen. So. Was machen wir jetzt? Ja. Gehen wir zurück zum. Zeige ich das eine Biom da mal in der Iridiumhöhle. Dann werden wir gleich mal unseren Ding testen. Teleporter. Das ist, wenn sie in die Iridiumhöhle hier reinkommt. Setze ich hier eine Ranke rauf, die habe ich damals übersehen, in meinem Beta-Video, sorry dafür, danke für den Hinweis an den User. Klick. Und man ist da herum. Schaut recht witzig aus hier. Dann wieder einige Sachen natürlich zum Einsammeln. Was ist sonst? Das da. So. Hier rum ist aber nicht viel zu machen, sage ich gleich. Also ihr könnt hier ein paar Ressourcen zusammensammeln, das dürfte das Balcony sein, vermute ich jetzt, das hat mir ja keiner genau gesagt. Ich kann jetzt da herstellen. In der Beta musste man doch mit einer Resource hast eine Resource verbraucht beim Hin- und Herporten. Das haben sie binnen einem Tag rausgenommen. Aufgrund der Community, die meinte, ist scheiße. Und ja, die Community war auch richtig. Das war nämlich kacke, weil es gibt so viel Zeug hier. Und wenn ich da jedes Mal dafür blechen muss, das wäre nicht tragbar. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre too much an Resource, die man noch mitzahlen muss, wenn das Inventar eh schon so klein ist. Und außerdem waren die Pulsar-Shards eigentlich dafür da. Und die Pulsar-Shards sind ja jetzt nicht mehr unendlich, also kann man nicht mehr herstellen. Somit
war das Teleporten eigentlich schwerst begrenzt, wo dann anscheinend die Community meinte, das ist irgendwie ein Schatz. Der Entwickler hat einen Tag später reagiert mit We hear you. Wurde rausgenommen. Wird vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder hinzugefügt. Aber eben nicht. Aber das ist doch geil, oder? Das erleichtert so dermaßen viel die Pflanze schon. Ihr wisst, wie wir da immer laufen haben müssen, wie die Deppen mit den ganzen Resources hin und her. Das ist jetzt da erledigt. Kurzzeitig. Ich würde auf jeden Fall, solange es ein Teleport nichts kostet, versuchen, die meisten Resources von hier in meine Base zu verfrachten. Liegt einfach daran, ich weiß nicht, wie lange die wirklich gratis wird. Man muss ja trotzdem bleiben, man muss trotzdem rumrennen, aber eben nicht so extrem. Der Turm ist so geil. So. Das dürfte der Balcony sein. Nein, vermute ich jetzt. Man kann hier aber noch ein bisschen rauf auf der Seite. Ich kann hier noch ein bisschen rumschwirren. Das bringt jetzt nichts Welten. Da ist schon wieder lauter Fehler. Das sind eigentlich Berge. Schaut da in den Berg rein. Ich bin da letztens runtergehüpft. Da schaut's wieder warm. Schaut mal wieder warm aus dann. Oh, wie schön. Man sieht die Höhle von hier. Ja, wie gesagt, da war jetzt nicht so Welten. Vergesst nur euren Teleporter nicht. Wir werden jetzt darüber marschieren. Gehen nochmal in die Osmium-Höhle rein. Schauen uns dann das nächste an. Nämlich diese Arch-Dinger da drüben. Diese Bögen. Die Bögen sind laut, da gibt es ein neues Wrack. Crash Site, wie sie es nennen in dem Spiel. So. Da runter. Ist besser. So. Das kann ich gar nicht alles mitnehmen. Ich weiß nicht, wo ich das in der Base lagern soll dann. So viele Raketen kann ich gar nicht schießen. Man kann ich schon, aber es rennt eh schon so schnell, wenn ich rechts umschaue. Ich habe keine Zeit mehr für was anderes. Wie gesagt, da ging es zum Meteor raus. Da könnte man hinschauen, zwecks dem Wrack. Okay, ich werde dann hier einmal, ich werde den Part cutten. Ich werde hier bei einer Stunde cutten. Wir schauen uns jetzt noch den Meteor, das Wrack an und dann werden wir. Das war da drüben. Und dann gehen wir im nächsten Part weiter den Rest anschauen, was im Patch neu sein soll. Wieder genau bei dem, was ich gemeint habe vorher. Da habe ich wieder mein Ding, wo ich mich reinstellen kann, nicht mit. Jetzt wird es wieder mit Sauerstoff knapp. Beheben. Alles natürlich wieder weggeben, habe ich Depp. Ja, ne? War ja klar, ne? Ein Eisen und ein Titan. 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 Bombster-Nazi. Das Zeug hier übrigens zählt anscheinend, ist anscheinend auch ein Startpunkt. Man kann auch ein Spiel neu starten, wenn man von Anfang an will, mit New Crate oder so. Ich denke, dass bei dem Krater hier mal auch das Spiel beginnen kann. Was mir fast ein bisschen härter vorkommt, muss ich ehrlich sagen. 3 Eisen, 2 Titan und Silizium. Eisen, 2, ja, passt. Was mir fast härter vorkommt, irgendwie. Aber der Entwickler wird sich dabei schon was gedacht haben. So.
Also jetzt hat man das schon mit immer. So, dann hat man auch jetzt den Teleporter immer mit. Das wird das Inventar halt noch kleiner. Aber gut, darin kann man ja nicht bauen, oder? Oh, das geht doch. Na dann. So, dann räumen wir das aus. Wenn man da eh so rumfuhrwerken kann, na, dann passt das doch. So, dann wo war ich denn davor? Vorher bin ich gerade gegangen. Aha, da hat er gewerkt. Das kann, man, kann ich aber nicht mit gearbeitet haben. Okay, gehen wir mal nach gerade weiter. Gerade weiter rechts. So, und da sind wir schon. Zack. Das haben wir schon gelesen. Ich will auch sowas haben. Gibt es das als Deko? Ein ziemlich kleines Teil hier. Jetzt, das ist doch 1 zu 1000, wenn es darum geht, um das Spiel, Spielquality. Wenn ich da einfach hin und her porten kann. Wenn nicht fast schon zu einfach. Weil ich will mir jetzt wirklich nicht beschweren, ich freue mich da voll drüber. Aber das Spiel hat es immer so gehandhabt, dass man da doch ein bisschen managen hat müssen, was immer so vor der Qual der Wahl, was nehme ich mit, was lasse ich da. Prinzipiell gibt es diese Auswahl jetzt nicht mehr, weil es wurscht ist. Durch das Hin- und Herporten kann man wirklich fleißig da ja. Kann man eigentlich alles machen, also. Vor allem ist, wenn man Teleporter mit hat, das Problem mit Sauerstoff eigentlich auch schon wieder für den Arsch. Na, ist das geil, dass das so geht. Halleluja, Entwickler. Danke. Ich darf nur nicht zu viel ausräumen. Aber immer wenn ich die ausräume und habe beide Teleporter aufgestellt, habe ich die Resources eh nicht mit. So, da bin ich herkommen. Ich will nicht aus. Ja. Da bin ich herkommen. Da war ich. Wir rennen übrigens immer am besten mit diesem Zerstörungsding rum. Manche Wände kann man einreißen und weiß man vorher gar nicht. Ja, da war ich vorher schon. Warum jetzt wieder hier ist, ist eine andere Frage. War ich ja schon durch, aber. Da geht es weiter runter, schauen wir uns jetzt zuerst den. Ding hier fertig an. Meins. Meins. Es ist so geil, dass es immer genau in die Mitte da reinfallen. Base! Ist doch cool. Ist doch absolut geil. Ich finde das. Dabei finde ich es jetzt gerade super toll. Also. Kann ich das gar nicht sagen, wie geil ich das gerade finde. Ich werde übrigens die Base irgendwann komplett new bauen. Wahrscheinlich jetzt irgendwann, weil, also, wenn dann Zeit ist, weil ich brauche einiges mehr an Platz. Habe jetzt auch schon Vorstellungen, wie die Pflanzen wachsen auch überall rein. Das möchte ich auch verhindern, indem ich auf Stelzen baue. So wie eigentlich in jedem Spiel ich auf Stelzen baue, nur hier, ich mir eigentlich gedacht habe, dass ich das nicht brauche zur Abwechslung mal. So eine Scheiße, wie kann man sich zweimal verdrücken? Jetzt wird's Samen dann schon ein bisschen kritisch da. Weil wir da drinnen.
Alloy auch. Ich muss wenigstens das, die groben Dinge da ausräumen komplett. Passt. Und weg. Kann man sich eigentlich so verlaufen? Ich kam hierher. Darunter wollte ich nicht. Gehe gerade weiter. Ernsthaft, Leute, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich gar nicht beschweren. Aber ich komme komplett leer und bin wieder voll wie Sau. Aber jetzt lasse ich diese Dinger da. Lass ich da mal irgendwas schauen, das geht so nicht. Sende Nachricht, Versuch Nummer 86, 87. Hey, wo ist 88? Hä? Wo ist 88? Komische Sache. Gut, da steht auch nichts Tolles. Kann auch nichts machen. Da drin war ich. Komm auf. Ah, okay, jetzt bin ich im Kreis. Fertig. So, da bin ich runtergekommen. Links sind wir noch, waren wir kurz. Hier. Und hier bin ich dann so entlang. Da rechts war eine Sackgasse. Nur zeigst, ich muss so schnell durchlaufen, dann behaltet mein Hirn da ein bisschen mehr Überblick. Ist eigenartig, dass diese Türen ständig wieder hier sind. Prinzipiell nicht schlecht wäre, wenn ich mal Eisen brauche. Geh, komm. Ja, das nervt, aber ja. Theoretisch bräuchte ich ja nicht mal Essen und Wasser mehr mit und Sauerstoff. Solange ich den Teleporter bei mir habe, kann ich mir das alles holen. Wenn ich mich an das Gameplay gewöhnt habe und der Teleporter so bleibt, werde ich das wirklich machen. Lass ich das einfach alles weg. Und genau das meine ich. Alleine die Überlegung von mir, finde ich, ist fast schon das ein bisschen zu easy geworden. Weil ich sicher nicht der Einzige bin, der sich das jetzt so durch den Kopf gehen lässt. Viel. Jetzt hebe ich das auch auf. Das liegt schon, weiß nicht wie lange da rum. Du reißt mich dieses Hin- und Wegporten immer wieder raus. Jetzt will ich nicht weiß, wo ich jetzt war, wo nicht. Dann geht's bergab. Da war der Laden. Da war der Kiste, eine Kasten. Da war das. Da kommt man dann. Jetzt wieder zum Anfang. So, das sollte eigentlich alles auf dem Stocker gewesen sein. Wir müssten in das nächste. Eins runter, würde ich sagen. Hier, eins down. Tui. Oh, ist das geschmeidig. Ja, Pulsarquarz. Kann ich das abbauen? Nö. Oh, das dürften seine Privaträume gewesen sein. Sicher sein, wenn da Taschentücher liegen, ich greife die nicht an. Ui! Was wäre, wenn ich für immer hier bleiben würde? Ich habe genug Eis zum Trinken gefunden und meine Ernte wird immer größer. Ich habe erfolgreich eine Energiequelle mit ein paar Sonnenkollektoren aufgebaut und zumindest für den Moment habe ich endlich ein bisschen Komfort. Könnte ich mein ganzes Leben alleine verbringen? Braucht man Gesellschaft zum Leben? Werde ich allein sterben? Ja, wenn du alleine bist, wirst du alleine sterben.
Irgendetwas ist wirklich seltsam an diesem Planeten. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber je mehr Zeit ich verbringe, desto mehr möchte ich bleiben. Unsinn. Zu der Überlegung von ihm, natürlich kann man allein auf einem Planeten bleiben, wenn er sich versorgen kann, aber ich für meinen Teil bin ein Mensch, der ohne Gesellschaft irgendwann durchtrat. Dieses alleine rumhocken den ganzen Tag ist ja eine Weile lang wirklich schön, mache ich auch gern, gibt Ruhe, Frieden. Aber irgendwann braucht man dann schon jemanden. Was denn? Reden, Bier trinken, keine Ahnung, irgendwas. Mehr als nix halt. So. Dann haben wir die Höhle hier zerledigt. Wir sind 56. Wir werden hier mal so verbleiben. Und wir sehen uns im nächsten Part. Dann schauen wir uns noch die Quarzhöhle an. Das Wrack bei den Arches drüben. Und check dann nochmal kurz die Ziel. Schauen wir kurz noch die Patch Notes rein. Was wir noch alles haben. Gehen wir dann auch nochmal ein bisschen durch. Die größten Sachen haben wir. Eine Uraniumhöhle. Da weiß ich nicht, wo die sein soll. Die werden wir sicher anschauen. Zeolithöhle haben wir. Und Sagwarzhöhle auch. Die Arches schauen wir sich dann im nächsten an. Gut. Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dranbleiben. Der Part wird nahtlos hier im nächsten Part fortgesetzt. Ja, tausch auf. Wieder aufbauen da. Knapp auch noch. Gut, geschafft. Also, bis zum nächsten Mal. Abo, like, comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao.